Gehen wir in das andere von den Fluten betroffene Bundesland. In Rheinland-Pfalz ist das Wasser heute an vielen Orten zurückgegangen. Und jetzt zeigt sich, mit welcher Wucht die Fluten sich hier Bahn brachen. Entlang der Ahr sollen mehr als 100 Häuser teilweise oder ganz zerstört worden sein. Den ganzen Tag über wurden Menschen aus Trümmern gerettet. Auch hier werden noch immer Menschen vermisst. Unsere Reporterin Carina Kopp schaut in den Norden des Landes, ins Ahrntal, nach Sinzig, Dernau und Altena und blickt dann noch nach Trier. Tag 2 nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Seit mehr als 48 Stunden sind mancherorts die Rettungskräfte im Einsatz. Unermüdlich. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Im Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz werden den ganzen Tag noch Vermisste gesucht. Nicht nur in Dernau, immer wieder die traurige Wahrheit. Menschen können nur noch tot geborgen werden. Überall in der Region, wie hier in Altenahr, wird allmählich das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. Einige Ortsteile waren komplett bis über die Dachfirste überflutet. Wir wissen teilweise noch gar nicht, was mit unseren Menschen ist. Und es ist mehr als nur ein Hochwasser, es ist wirklich eine Apokalypse. Ein ähnliches Bild auch 30 Kilometer weiter in Sinzig. Vieles ist zerstört, der Ort kaum noch wiederzuerkennen. Viele stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und sind doch so dankbar, dass ihnen oder ihren Angehörigen nichts passiert ist, wie Nikolas Plewa, der um seine Mutter fürchtete. Sie ist im letzten Moment, als das Wasser schon hier im Hof stand, noch rausgekommen, weil die Feuerwehr hat eine großartige Arbeit gemacht, eben zu versuchen, alle Leute noch rechtzeitig aus den Betten zu holen und so weiter. Aber das gelingt nicht in jedem Falle und da war es schon ein bisschen knapp. Es ist gelungen und wir sind hier, als das Wasser, wie gesagt, knöchelhoch und so wadenhoch auf der Straße stand, mit dem Auto noch rausgekommen. Aber im Vergleich zu dem, was andere erlebt haben in dieser Nacht, ist das harmlos. Andere haben die Wassermassen nicht mehr entkommen lassen, wie 12 Menschen einer Behinderteneinrichtung aus Sinzig. Sie waren offenbar innerhalb einer Minute von den Wassermassen eingeschlossen. Der Nachbar immer noch fassungslos. Ja, da riefen halt Leute um Hilfe, einer brennt besonders laut und er sagt, er kann sich nicht mehr halten. Noch heute steht das Wasser in manchen Ecken in der Region Trier Meter hoch. An anderen Stellen hat es sich zurückgezogen und hinterlässt Schlamm, Geröll und Sperrmüll. Denn vieles kann man vermutlich einfach nur noch wegwerfen. Ich weiß auch noch gar nicht, ich weiß nicht, ob meine Heizung noch geht. War der Keller voll. Ich habe einen Keller voll Bücher, die ich geschrieben habe. Die sind wohl auch nicht mehr da. Nun ja, es ist schon traurig, ne? Das Aufräumen und der komplette Wiederaufbau all des Zerstörten wird noch viel Kraft und Zeit brauchen.